Die Westküste Amerikas ist für Reisende und Einwanderer seit jeher ein Traumziel. Gleichbedeutend mit atemberaubender Natur, menschlicher Kreativität und freiem Denken. Wir begeben uns auf die Spurensuche nach dem Geheimnis des Erfolges und der magischen Anziehungskraft der amerikanischen Westküste. Dabei treffen wir auf Menschen, die für das Lebensgefühl und die Energie an der West Coast stehen. Wir begeben uns auf eine unbekannte Reise durch die Bundesstaaten der amerikanischen Westküste. Von der Grenze zu Kanada bis nach Mexiko. Entdecken wir heute die faszinierende Welt des Bundesstaates Washington. Nur wenige Kilometer südlich der kanadischen Grenze liegt die Inselgruppe der San Juan Islands. Das aus über 100 Inseln bestehende Archipel ist sehr dünn besiedelt und vor allem bei Seglern sehr beliebt. Der Großteil der Inseln ist dicht bewaldet. Noch immer ist die Holzindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig, hier im äußersten Nordwesten der USA. Erreichbar sind die größeren Inseln der San Juans mit der einzigen Wasserflugzeuglinie der Welt, die Kenmore Air. Dave Burns ist seit vielen Jahren Pilot der Airline und genießt jede Minute in seiner über 50 Jahre alten De Havilland-Maschine. Mir gefällt an meinem Job, dass er wirklich Spaß macht. Und wir leben in einer der faszinierendsten Landschaften der Welt. Im Nordwesten der USA herrscht ein maritimes Klima, eher kalt, nie besonders heiß und es ist sehr grün. Es ist ein Traumberuf für jeden, der das Fliegen mag. Vor allem diese Art von Fliegen. Es ist wie eine Zeitreise in vergangene Zeiten. Bei diesem Typ Flugzeug muss ich an die 1930er Jahre zurückdenken. Jeder von uns genießt es, so zu fliegen wie früher, als noch nicht alles automatisiert war. Ich steuere das Flugzeug selbst. Es gibt keinen Autopiloten. Es ist sehr simpel. Es sind die Grundlagen des Fliegens, so wie alles begann. Die Firma De Havilland beendete die Produktion der Beaver Wasserflugzeuge schon 1967. Noch immer gilt das Flugzeug als sehr zuverlässig. Die meisten der 500 existierenden Exemplare sind immer noch im Einsatz. Dave ist auf dem Rückflug von Kanada zur kleinen Hafenstadt Friday Harbor auf der zweitgrößten Insel der San Juans. Die Wasserflugzeuglinie verkehrt regelmäßig zwischen Washingtons Metropole Seattle, den San Juan-Inseln und der kanadischen Stadt Victoria. Dave beendet heute in Friday Harbor seinen Arbeitstag. Für das Anlegen und Festzurren des Flugzeuges ist er selbst verantwortlich. Der Großteil der Wasserflugzeugflotte bleibt über Nacht im Hafen. In meiner Kindheit flogen immer Wasserflugzeuge über unser Haus in Seattle. Ich wollte unbedingt herausfinden, welches Ziel sie hatten. Ich habe mir immer einen märchenhaften Ort ausgemalt, an den sie fliegen. Und als ich älter war, entschloss ich mich selbst herauszufinden, wohin die Flüge gingen.
Mit 17 Jahren lernte ich das Fliegen, noch bevor ich meinen Autoführerschein machte. Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben. Ich durfte herausfinden, welches ihre Bestimmungsorte waren und konnte teilhaben an diesem Vergnügen. Kenmore Air wurde 1946 in der kleinen Stadt Kenmore bei Seattle gegründet. Seit ihren Anfängen hat die Wasserflugzeuglinie die Inselwelt im äußersten Nordwesten der USA mit dem Südwesten von Kanada verbunden. Aufgrund der stark gestiegenen Ölpreise und der extrem teuren Ersatzteile stand die Airline in den letzten Jahren mehrfach vor der Pleite. Aber eine Insolvenz konnte bisher abgewendet werden. Die San Juan-Inseln liegen entlang der vielbefahrenen Schiffsroute der Juan de Fuca-Wasserstraße. Eine Meerenge, die die Städte Seattle im Süden und das kanadische Vancouver im Norden mit dem Pazifik verbindet. Die Gewässer der San Juan-Inseln sind bekannt für ihre Schwertwale, auch Orcas oder Killerwale genannt. Jedes Jahr im Frühling folgen die Orcas dem Lachsstrom aus dem Pazifik in die küstennahen Gewässer. Der Walforscher Ken Belcomb hält täglich Ausschau nach den bis zu 9 Meter langen Schwertwalen. Inzwischen kennt Ken die Tiere genau und kann sie anhand ihrer äußeren Merkmale mit Hilfe seiner eigenen Bilddatenbank genau identifizieren. Ich beobachte im Auftrag der Regierung und aus wissenschaftlichem Interesse alle einheimischen Killerwale. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Ich verzeichne jeden Wal, der geboren wird oder stirbt. Es ist ein Lebenswerk. Wir dachten, die Wale leben nicht so lange, aber sie werden 100 Jahre alt. Morgens nach dem Aufwachen mache ich Kaffee und dann sitze ich hier am Fenster und halte Ausschau nach Schwertwalen. Wenn ich sie gesichtet habe, nehme ich das Boot und identifiziere jedes Tier aus der Nähe per Foto. Jeder Wal ist anders. Die Unterscheidung funktioniert ähnlich wie bei Menschen. Statt eines Fingerabdrucks begutachten wir die Rückenflosse mit ihrer individuellen Pigmentierung und den verschiedenen Narben. So können wir jeden Wal sein Leben lang zuordnen. Das hier ist ein männlicher Wal mit einer großen Rückenflosse. Im Bereich des sogenannten Sattels schauen wir auf Kratzer und den Farbverlauf des Rückens. Weiter oben sehen wir kleine Grübchen oder eine Kerbe. Diesen Wal können wir jetzt für den Rest seines Lebens von anderen Walen unterscheiden. Als wir mit dieser Studie begannen, haben wir nur in den Sommermonaten geforscht. Wale, die ganzjährig hier leben, nennen wir Resident. Wale, die weiterziehen, Transient. Im Laufe der Zeit fanden wir heraus, dass die Transients Meeressäuger fressen, während die Residents sich von Fisch ernähren. Sie haben also ein vollkommen unterschiedliches Nahrungsspektrum und neben unterschiedlichen Jagdstrategien auch andere Verhaltensweisen in der Gruppe. 1986 gründete Ken auf den San Juan-Inseln das Center for Whale Research, eine bis heute von Spenden finanzierte Einrichtung. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verbesserung des Zusammenlebens von Mensch und Wal, um den Fortbestand der Tiere langfristig zu sichern. Ich habe Zoologie studiert. Die Erforschung von Tieren wie Löwen, Tigern, Elefanten oder Gorillas auf der Basis einzelner Tiere hat mich fasziniert. Ich habe mich gefragt, ob es überhaupt möglich ist, Wale individuell zu erforschen. Dank der digitalen Fotografie ist das über einen langen Zeitraum problemlos machbar. Wir haben inzwischen Aufzeichnungen von kompletten Walbeständen. Prinzipiell sind alle Killerwale im Ost- und Nordpazifik identifiziert. Es ist phänomenal. Den weltweiten Bestand des Schwertwals schätzen Forscher auf höchstens 50.000 Exemplare. Auch wenn die Tiere nicht direkt vom Aussterben bedroht sind, so hat die Zahl der Orcas im Nordwesten der USA in den letzten Jahren vor allem durch Überfischung der Lachsbestände, die die Nahrung der heimischen Schwertwale sind, stark abgenommen. Der nächste Morgen. Dave hat sich mit seinem Flugzeug auf den Weg gemacht, Ken am Bootssteg abzuholen.
Der Walforscher will sich per Flugzeug auf die Suche nach den Schwertwalen machen. Hey Ken, wie geht's? Hey Dave, wie geht's dir? Nicht schlecht. Schöner Tag heute, was? Ja, großartig. Schöner Tag zum Fliegen. Ken und Dave kennen sich schon lange und sind schon häufig miteinander geflogen. Ken, willkommen an Bord. Danke. Und wieder ein wunderschöner Tag. Herrlich. Aufgrund der hohen Kosten sucht Ken die Orcas eher selten mit dem Flugzeug. In den letzten Tagen sind viele Schwertwale in der Nähe der Inseln gesichtet worden. Ken will sich einen Überblick verschaffen, in welche Richtung die Tiere momentan ziehen. Später kann er sie dann gezielter mit seinem Motorboot verfolgen und beobachten. Ken, was denkst du? Sollen wir westlich von der San Juan-Insel fliegen oder hier lang? In der Vergangenheit habe ich Wale vor der Küste gesehen. Ja, wenn die Wale gesichtet werden, dann gewöhnlich direkt bei Salmon Bay. Es dauert nicht lange und Ken hat einen Orca entdeckt. Gut gewählt. Nur wenige Minuten später landen die beiden in Friday Harbor. Nach kurzer Zeit machen sich Ken und seine Assistentin mit dem Boot auf die Suche nach den Walen. Ziel ist es, möglichst viele der Flossen der Tiere zu fotografieren und später anhand der existierenden Bilddatenbank abzugleichen, welche der Orcas bereits bekannt sind und welche erstmals hier auftauchen. Nach rund 2 Stunden Bootsfahrt hat Ken die Stelle erreicht, an der er die Orcas aus dem Flugzeug gesichtet hat. Wir verfolgen die sogenannten Transient-Killer-Wale. Sie zeigen unvorhersehbare Verhaltensweisen. Aber für gewöhnlich bleiben sie 5 bis 7, manchmal 15 Minuten unter Wasser. Wir können nur raten, ob sie noch in die gleiche Richtung schwimmen, wenn sie wieder auftauchen, oder ob sie die Richtung geändert haben. Es ist viel einfacher, wenn sie zufällig gerade eine Robbe jagen. Die Robbe schwimmt nicht weit weg und die Wale bleiben in ihrer Nähe. Aber in diesem Fall sieht es so aus, da sind sie. Sie ziehen weiter. Ich halte mich links von ihnen. Anhand ihrer dreieckigen Flosse erkennt Ken durch sein Teleobjektiv einige der Tiere wieder. Diese Gruppe hier nennen wir T18. Sie sind Transients. Die meisten von ihnen sind miteinander verwandt. Transients haben interessanterweise Freunde, die mit ihnen ziehen, aber nicht unbedingt zur Familie gehören. Ich denke, das ist Teil ihrer Jagdstrategie. Sie müssen viele sein, um Robben zu finden und effektiv zu jagen. Da drüben sind ein paar Junge.
Es kann sein, dass wir diese Wale für die nächsten 3 oder 4 Jahre nicht sehen. Sie könnten eine Weile in Alaska auf Robbenjagd sein. Wir werden sie jetzt hier dokumentieren und in 3 Wochen wird sie einer unserer Kollegen in Johnston Strait oder Alaska oder bei Oregon sichten. Ich glaube, mehr werden wir von ihnen nicht mehr zu sehen bekommen. Die größte Stadt des Bundesstaates Washington ist Seattle. Die Hafenmetropole ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des pazifischen Nordwestens. Seattle wurde schon mehrfach zur lebenswertesten Stadt der USA gewählt. Dynamik, Aufbruch und liberale Ideen gehören zum Lebensgefühl der nördlichen Metropole. Weltkonzerne wie Boeing, Microsoft oder Amazon haben hier ihren Hauptsitz. Ein weiteres Unternehmen, welches sich von hier aus sehr erfolgreich weltweit verbreitet hat, ist Starbucks. 1971 gründeten 3 Studienfreunde in Hafennähe das Kaffee-, Tee- und Gewürzgeschäft Starbucks Coffee, Tea and Spice. Der ursprüngliche Laden existiert noch heute an derselben Stelle. 10 Jahre später übernahm der Geschäftsmann Howard Schultz Starbucks. Von Anfang an hatte ihn die hochwertige Qualität der Kaffeebohnen im Gegensatz zu dem normalen amerikanischen Brühkaffee begeistert. Ein Besuch in Italien brachte Howard auf die Idee, neben Kaffeebohnen auch das fertige Getränk anzubieten und eine neuartige Kaffeehauskultur aufzubauen. Der erste Starbucks eröffnete 1971 als kleines Kaffeehaus im Zentrum des Marktes hier in Seattle. Nachdem Howard eigene Erfahrungen in Europa gesammelt hatte, kehrte er mit einer Vision dessen, was aus Starbucks werden könnte, zurück. Er hatte verstanden, wie eine Tasse Kaffee Menschen verbinden kann. Und er zelebrierte diese Geschichte des Kaffees mit einer neuen Art des Kaffeehauserlebnisses. All das hat die Kaffeekultur neu erfunden. Immer wieder haben die Menschen an der Westküste aufgrund ihrer Risikobereitschaft und ihrer optimistischen Lebenseinstellung eine Vielzahl unternehmerischer Erfolgsgeschichten hervorgebracht, die die ganze Welt bis heute maßgeblich beeinflussen. Ich denke, das, was die Westküste weiterhin attraktiv macht, ist in der Geschichte der USA verankert. Die Westküste war unbekanntes Gebiet und die ersten Siedler waren Pioniere. Es begeisterte sie, dass dieser Ort ein unbeschriebenes Blatt war und dass sie hier etwas Neues schaffen konnten. Und ich denke, dieses Erbe besteht weiter. Die Firmen, die hier gegründet wurden, wie Boeing, Microsoft oder Starbucks, sind weiterhin so erfolgreich, weil man hier Teil von etwas werden kann, das seine Wurzeln in diesem Pioniergeist hier in Seattle hat. Und diese Wirkung breitet sich aus und beeinflusst andere Teile der Welt. Aufgrund seiner breiten Präsenz auf mehreren Kontinenten ist Starbucks heute eine der bekanntesten Marken auf der Welt, vergleichbar mit Coca-Cola. Das kleine Geschäft, wo alles begann, ist heute vor allem eine Touristenattraktion. Die Städte der Westküste spiegeln Amerikas bewegte Einwanderer- und Siedlergeschichte wider. Allerdings hat sich der Zuwanderungsstrom etwas verlagert. Waren Städte wie San Francisco immer das Traumziel, so liegt heute der neue Westen im Nordwesten. Wegen der hohen Lebensqualität und guter Berufsperspektiven erfreut sich Seattle großer Beliebtheit bei Einwanderern aus aller Welt. Es zieht vor allem viele Asiaten wegen der erfolgreichen, international operierenden Technologiefirmen nach Seattle.
Die Mehrzahl der Neuankömmlinge sind heutzutage legal eingereiste, hochqualifizierte Fachkräfte und Akademiker sowie Studenten, die nach ihrer Ausbildung an einer amerikanischen Universität nicht nach Asien zurückkehren. Mit dem International District hat Seattle eines der größten asiatischen Stadtviertel der Westküste. Neben Chinesen leben hier Japaner, Filipinos und Vietnamesen. Mai Linh Thai ist mit ihren Eltern als kleines Mädchen aus Vietnam nach Seattle gekommen. Inzwischen ist sie mit einem vietnamesischen Arzt verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist Hausfrau und kauft immer im asiatischen Supermarkt ein. Frisch gekocht wird täglich. Mai Lins Familie lebt unweit der Innenstadt von Seattle. Die beiden Kinder gehen auf eine zweisprachige Schule, an der in Englisch und Chinesisch unterrichtet wird. Inzwischen sind im Durchschnitt die besten Schüler und Studenten an der Westküste Asiaten. Der Ehrgeiz ihrer Eltern ist besonders groß. Die Kinder sollen ein besseres Leben haben als sie selbst. Mai Lin hilft freiwillig in der Schule ihrer Kinder mit. Den Grundschülern wird zusätzlich zum vorgeschriebenen Lehrplan weitergehender Mathematikunterricht angeboten. Mai Lins Ehemann Don ist Doktor der Neurologie und hat eine Arztpraxis in Seattle. Hallo, ich bin zu Hause. Wie geht's euch? Auch er ist als kleines Kind mit seinen Eltern aus Vietnam in die USA gekommen. Jeden Tag kommt Don um 18 Uhr zum Familienabendessen nach Hause. Inzwischen verstehen unsere Nachbarn ihre asiatischen Mitbürger immer besser. Die positiven Erfahrungen führen dazu, dass es für uns Asiaten immer hochwertigere Möglichkeiten gibt, hier zu leben und zu arbeiten. Das schätze ich an der amerikanischen Kultur. Man kann einerseits Asiatin sein und bringt damit einen großen kulturellen Reichtum in das Land. Und man kann andererseits Amerikanerin sein und in der Gemeinde, in der man lebt, etwas bewegen. Ich denke, man wird hier nicht aufgrund seiner Herkunft wertgeschätzt, sondern aufgrund seiner selbst und seiner Fähigkeiten, unabhängig von Rasse oder Religion. Hier herrscht eine Politik der offenen Tür. Und hier gibt es eine besondere Lebenskultur. Wir haben das Gefühl, dass wir unseren Verstand und unser Herz dazu nutzen können, die Welt zu verbessern. Es gibt keine andere Stadt an der Westküste, in der die asiatischen Minderheiten bei Wahrung der jeweils eigenen kulturellen Identität so gut in die amerikanische Gesellschaft integriert und von ihr akzeptiert sind wie in Seattle. Von den 2,5 Millionen Einwohnern des Großraumes Seattle sind rund 15% asiatischer Herkunft. Auf der Olympic-Halbinsel vor den Toren von Seattle liegt der Olympic-Nationalpark. Das fast 4000 Quadratkilometer umfassende Gebiet ist einer der am wenigsten erschlossenen Nationalparks der USA. Die UNESCO erklärte den Olympic-Nationalpark wegen seiner biologischen Vielfalt 1981 zum Weltnaturerbe. Im Inneren erstreckt sich ein riesiges Bergland mit dem 2500 Meter hohen Mount Olympus, dem Namensgeber des Parks. Es ist Morgen. Eine Herde Wapiti-Hirsche sonnt sich am Fuß des Mount Olympus. Gegründet wurde der Olympic-Nationalpark per Gesetz durch Präsident Franklin Roosevelt im Jahr 1938.
Das Hauptanliegen des amerikanischen Präsidenten war, die fantastischen Regenwälder im Westen des Parks vor der Abholzung zu schützen. Park Ranger John Preston ist auf seinem morgendlichen Kontrollgang durch den Ho Rainforest, den einzigartigen Regenwald im Olympic-Nationalpark. Die ungemein üppige Vegetation aus Moosen, Farnen und Wildblumen, zu Füßen jahrhundertealter Baumriesen, machen den Ho-Regenwald zu einem der biologisch vielfältigsten Wälder der Welt. Das ganzjährig milde Klima, die hohen Niederschläge und der vom Pazifik heraufziehende Nebel schaffen ideale Lebensbedingungen für den Regenwald. Meine Beziehung zum Ho-Regenwald begann als Kind. Ich kam jeden Sommer. Ich habe angefangen, diesen Ort zu lieben und mich auf die Ausflüge hierher zu freuen. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich dann als ehrenamtlicher Helfer im Olympic-Nationalpark angefangen. Das war für mich der Beginn einer wundervollen Zeit, in der ich dazu beitragen konnte, diesen Ort zu schützen. Ich lernte so viel wie nur möglich über den Park. Es ist ein außergewöhnlicher Platz. Große Fichten und westamerikanische Hemlocktannen bilden hier den Baumbestand. Viele davon sind über 100 Jahre alt. Zu dem Lebenskreislauf der meisten amerikanischen Wälder gehören Waldbrände. Hier im gemäßigten Regenwald beginnt der Kreislauf mit einem fallenden Baum. Er ist einer der wenigen Wälder, in dem Bäume an Altersschwäche sterben. Der Baum hinter mir fiel im Juli 2006 und wird nun schnell von jungen Bäumen bewachsen. 90% der Bäume hier wachsen auf irgendeine Art von Fallholz. Wir haben hier mehr Holz am Boden als irgendein anderer Wald. Einfach weil es hier nicht sehr oft brennt. Eine der Auffälligkeiten dieses Waldes ist das viele Moos, das alles bedeckt. Dieses Moos hier benötigte ungefähr 90 Jahre, um sich zu bilden. Das Moos vergrößert die Oberfläche. Was normalerweise ein kahler Ast wäre, hat so all diese Ritzen und Winkel, in denen Glieder, Füßler und kleine Tiere leben. Sie bilden die Basis der Nahrungskette und sind irgendwann Nahrung für etwas anderes. Nirgendwo in den USA regnet es mehr als im Ho-Regenwald. Und nirgendwo im Land ist die Luft sauberer als hier. Zum Olympic-Nationalpark gehört auch ein etwa 100 Kilometer langer Küstenstreifen. Die einsamen Strände bilden ein Vogelparadies. Charakteristisch sind die schroffen, der Küste vorgelagerten Felseninseln. Auf der Olympic-Halbinsel finden sich die längsten naturbelassenen Strände der gesamten Westküste. Der Wald reicht bis ans Meer. Die Strände sind mit salzwassergebleichtem Treibholz übersät. Park Ranger John hat sich auf den Weg zum Pazifik gemacht. Nur wenige Minuten vom Ho-Regenwald liegt der Strand von Ruby Beach. Einmal täglich kommt John hier vorbei. Der Küstenstreifen gehört noch zu seinem Revier. Was den Olympic-Nationalpark einzigartig und zu einem der herausragendsten Naturparks in der Welt macht, ist, dass es sich eigentlich um drei Parks in einem handelt.
Dadurch wird die enge Verbindung zwischen dem Meer, dem Regenwald und den gletscherbedeckten Bergen bewahrt. Dank dieser Vernetzung funktioniert das Ökosystem wie zu Urzeiten, ohne dass ein bestimmter Teil isoliert ist. Und für mich sind diese großartigen Sonnenuntergänge hier am Strand Teil meiner Entlohnung. Größter Fluss des Bundesstaates Washington ist der fast 2000 Kilometer lange Columbia River. Eine Hausbootsiedlung an den Ufern des Columbia River. Jack Glass lebt seit einigen Jahren direkt am Wasser. Er ist professioneller Angler und fährt täglich mit seinem Boot auf den Fluss. Fisch verkauft Jack an Markthändler in der Region. Im pazifischen Nordwesten ist das Angeln in den Flüssen ein fester Bestandteil der Lebenskultur. Viele haben, so wie Jack, ihr Hobby zum Beruf gemacht. Der Columbia River ist für seinen Fischreichtum berühmt. Jedes Jahr kommen unzählige Lachse und andere Fischsorten von ihren langen Fischwanderungen aus dem Pazifik zurück, um in den Oberläufen des Columbia River zu laichen. Der Grund, warum trotz immer höherer Fangquoten nach wie vor sehr viel Fisch gefangen wird, sind äußerst erfolgreiche Aufzuchtprogramme entlang des Columbia River. Jährlich werden Millionen Jungfische ausgesetzt. Genetisch programmiert ziehen sie genauso wie die Wildfische auf Fischwanderung und kehren im nächsten Jahr wieder hierher zurück. Nach gut einer Stunde Fahrt stoppt Jack das erste Mal sein Boot in einem kleinen Nebenfluss. Als Köder dienen kleine Fische. Die Fische sind ständig in Bewegung. Sie schwimmen 10 bis 15 Kilometer am Tag. Angeln bedeutet, du versuchst es immer, immer wieder, bis dein Haken in die Nähe der vorbeiziehenden Fische kommt. Wir versuchen es einfach immer weiter. Jack ist nicht der Einzige, der heute auf den großen Fang hofft. Meistens kennen sich die Angler untereinander. Die größte Tugend des Angelns ist es, unendlich viel Geduld zu haben und dabei trotzdem die Natur zu genießen. Langsam fährt Jack flussaufwärts. Doch anbeißen will heute kein Fisch. Jack entschließt sich, sein Glück an einer anderen Stelle zu versuchen. Mein Vater hat mir mit 8 Jahren das Angeln beigebracht. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft dafür. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich fische an über 200 Tagen des Jahres und trotzdem macht es mir immer Spaß. Manchmal ist es etwas nass und regnerisch, aber dann ist es wieder schön wie heute. Eigentlich fangen wir immer Fische. Inzwischen ist es Mittag. Noch immer hat Jack nichts gefangen. Je höher die Sonne steht und je heißer es wird, desto geringer sind die Chancen, dass ein Fisch anbeißt. Doch dann endlich. Ich hab einen. Jack hat einen großen Fischermaken. Jetzt muss er ihn nur sicher in sein Boot bekommen. Okay.
Das ist ein Steelhead, eine Art Regenbogenforelle. Er wiegt etwa 4 Kilo. Wie die Lachse kommen sie aus dem Meer zum Laichen zurück. Das hier ist ein Zuchtfisch. Die Finne hier ist abgeschnitten worden. So wissen wir, dass wir ihn behalten können. Er hat Robbenbisse und Verletzungen auf beiden Seiten. Er hat den Biss überlebt. Der Steelhead-Fisch ist sehr schmackhaft. Der Steelhead bleibt der einzige Fang an diesem Tag. Kein guter Tag für Jack. Immerhin kann er mit dem Preis für den Fisch die Benzinkosten decken. Im Landesinneren des Bundesstaates Washington erstreckt sich die Kaskadenkette, eine Gebirgslandschaft vulkanischen Ursprungs. Die Eruption des Mount St. Helens am 18. Mai 1980 war der verheerendste Vulkanausbruch in der jüngeren Geschichte der USA. Bei diesem spektakulären Ereignis verlor der Berg seinen gesamten Gipfel. Der Ausbruch verwüstete über 6000 Quadratkilometer Wald. Seit dieser Zeit untersucht der Geologe John Major im Auftrag des Staates jede Regung des Vulkans, der Teil des sogenannten Pazifischen Feuerringes ist. Diese Aneinanderreihung von Vulkanen, die sich von kurz hinter der kanadischen Grenze bis Nordkalifornien erstreckt, ist eines der prägenden Merkmale der Landschaft des pazifischen Nordwesten. Noch vor rund 30 Jahren war sich die Bevölkerung nicht darüber im Klaren, dass es sich um Vulkane, gar aktive Vulkane, handelt. Das änderte sich schlagartig, als 1980 der Mount St. Helens ausbrach. Die Eruption hat sich in das Bewusstsein der Bevölkerung gebrannt. Das Wissen, dass es sich um aktive Vulkane handelt, trägt maßgeblich zu der Dynamik in dieser Gegend bei. Denn der Mount St. Helens wird mit Sicherheit wieder ausbrechen und die benachbarten Vulkane wahrscheinlich auch. Heute, mehr als 30 Jahre nach dem Vulkanausbruch, hat sich die zerstörte Natur wieder zurückgekämpft und ist zu neuem Leben erwacht. Einmal im Monat wird John mit einem Helikopter des US Geological Survey, dem Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten, in den Krater des Vulkans geflogen. Seit 1980 presste der Vulkan in der Kratermitte regelmäßig Magmagestein nach oben und ein neuer sogenannter Kraterdom entstand. Im Inneren des Kraters überprüft John verschiedene Messgeräte, die jegliche Aktivität des Vulkans dokumentieren. Um den Kraterdom hat sich in den letzten Jahren ein riesiger Gletscher geformt. Eine Einzelbildkamera fotografiert fortlaufend das Wachstum des neuen Kraterdoms. John tauscht den Kamerachip der mit Solarenergie betriebenen Kamera aus. Frühere Aufnahmen der Einzelbildkamera zeigen, wie der Vulkan in aktiven Zeiten riesige Gesteinsmassen aus der Tiefe des Vulkanes nach oben presst und den Dom anwachsen lässt. Innerhalb der nächsten Jahrzehnte werden wir hier im Krater wahrscheinlich immer wieder ein Anwachsen des Lavadoms beobachten. Der Vulkan wird sich langsam, innerhalb vieler hundert, vielleicht einiger tausend Jahre, zu seiner ursprünglichen Form vor dem Ausbruch aufbauen. Das Innere des Kraters ist ein lebensfeindlicher Ort. Pflanzen gibt es hier keine.
Hinter uns diese schwarze Mauer, das ist kein Gestein, sondern Gletschereis. Ganz oben ist eine kleine Gesteinsschicht, aber was wir sehen, ist Eis. Interessanterweise existierte dieser Gletscher vor 15 Jahren noch nicht. Er entstand, weil sich in den späten 1980ern und frühen 1990ern im Bereich zwischen dem Lavadom und der Kraterwand viel Schnee angesammelt hat. Dieser Schnee wurde zu Eis verdichtet und bildete schließlich einen kleinen Gletscher hinter dem Lavadom. Der Gletscher wuchs und begann um den Lavadom zu fließen. Und ab 2004 hatte sich der Gletscher wie eine Halskette um den Lavadom gelegt. Ständiger Steinschlag macht das Innere des Kraters zu einem gefährlichen Arbeitsplatz. Seit mehreren Jahren ruht der Mount St. Helens. Wie lange, weiß niemand. Hier vom Kraterrand aus hat man eine unglaubliche Aussicht und kann die Ausmaße des Ausbruchs gut erkennen. Das, was uns hier am meisten beschäftigt, ist, wie frühzeitig wir einen Ausbruch des Vulkans vorhersagen können. Es ist gut möglich, dass uns der Vulkan auch weiterhin in die Irre führt und wir die nächste Eruption nicht genau vorhersagen können. Das letzte Wort hat der Vulkan. Und entdecken Sie morgen die faszinierende Welt des Bundesstaates Oregon an der amerikanischen Westküste.